Liebe Freunde, kleines Video heute Abend wieder. Ich habe ja noch ein Messer, was wir jetzt mal genauer untersuchen. Und im Gegensatz zu diesem kleinen polnischen Montagsmodell ist das wirklich scharf. Ach, dazu nochmal zu einer anderen Sache. Ich habe doch letztens von dem Einkauf im Waffenladen die Bolos gezeigt, die ich gekauft habe. Und wie dann einer geschrieben hat, kein Hate. So nach dem Motto, ich habe keine Ahnung und weiß nicht, dass Luftgewehre über 7,5 Joule verboten sind in Deutschland, bla bla bla. Sie sind ja nicht gänzlich verboten. Wenn du das auf deine BBK eintragen lässt, kannst du auch eine Stärke haben, so viel wie ich weiß. Nicht umsonst werden auch in Deutschland Exportfedern verkauft, die man aber zu Hause nicht einbauen darf. Nein! Warum werden sie dann überhaupt verkauft? Was willst du denn dann damit? Hier steht aber ganz groß drauf, für Luftgewehre größer oder gleich bis 16 Joule. Kannst du da hier nachlesen? Steht nämlich so drauf, Herr Schlaumeier. Dann muss man da nicht frisch gegoogelt haben, was in welchem Land zulässig ist und was nicht. Das interessiert keine Sau. Es interessiert ja schon in Deutschland nicht, ob ich einen Exportfeder einbauen darf oder nicht. Oder ob ich ein Tuning-Teil in deine, wo habe ich es gelesen bei YouTube, in deine Heimverteidigungsgaspistole einbauen darf, so oder nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine hier für diesen HDR-50-Revolver, den es da gibt. Da gab es ja auch schon Tuning-Teile. Oder warum darf denn sowas gekauft und bestellt werden? Also ich gebe es zu, ich habe sowas nicht, weil ich jeden Tag damit rechne, dass hier mal eine Kontrolle vorbeikommt. Also sich dann darüber aufzuregen, dass ich dann so eine Diabolus vorzeige, die man ganz offiziell in Deutschland kaufen kann. Für starke Luftpistolen. Ich habe Druckluftpistolen, die ziemlich stark sind, aber eben normal zulässig. Sich dann darüber aufzuregen, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, ich kann auch wie andere bei YouTube, bei Wikipedia schön googeln, druck mir das aus, hefte es mir vor die Kamera und dann tue ich das so beiläufig ablesen. Oder denkt ihr, die ganzen Hobby-YouTuber rezitieren aus dem Gedächtnis irgendwelche Gesetzesvorlagen? Bla bla bla, sage ich bloß. Und außerdem interessiert mich das keine Sau. Ich krieg irgendwo ein Luftgewehr, da steht ein F-Zeichen drauf und dann benutze ich das in Deutschland. Wie will man denn, das ist nämlich auch so ein Fall, irgendein Schlaumeier baut so einen Exportfeder ein, gibt es ja auch für ältere Luftgewehre, und ein anderer kauft das Dingens dann und weiß das gar nicht. Der macht sich schon strafbar. Ach, das ist also ein Blödsinn. Also mir sind selber einige bekannt, normale Leute, ich sag jetzt mal keine Sammler, sondern stinknormale Leute, die sich ein Luftgewehr in ihrem Leben kaufen oder eine Schreckschusspistole. Was machen die? Weil es schön billig ist, gehen die in Polen auf den Markt und da stehen die Dinger rum und haben kein F-Zeichen. Übrigens habe ich jetzt eins entdeckt, das gibt's, also ich dachte, das gibt's nur in Polen, aber das gibt's auch in Deutschland und das werden wir uns mal demnächst in diesem Waffenspezialladen mal anschauen. Das ist ein feines Luftgewehr, ein sogenannter Seitenspanner oder an der Seite die Feder aufziehst. Das sieht sehr taktisch aus, sag ich mal so in dem Sinne. Gibt es in Deutschland. In Polen auf dem Markt eben ohne F-Zeichen. Und sich dann darüber aufzuregen, bla bla bla, Herr Schlaumeier, also ich meine, irgendwelche Gesetzestexte interessieren dann niemanden. Ich kenne da irgendwelche Laien, die kaufen sich eine Schreckschusspistole auf dem polnischen Markt und wissen nicht mal, dass man in Deutschland ein PTB-Zeichen haben muss. Die wissen das einfach nicht, weil es die auch gar nicht interessiert. Die haben das irgendwo in der Schublade zu Hause und solange sie keine Dummheiten machen, wird das nie einer irgendwann mal merken. Das ist in meinen Augen die besagte Grauzone in Deutschland. Aber der Enkel, der dann das Ding mal mit 18 mal erbt, der rennt draußen auf der Straße damit rum und wird in 20, 30 Jahren damit erwischt und verhaftet und gleich erschossen. Wer weiß, was es dann für Gesetze gibt. Leute, Leute,
Also mit Kommentare kann man sich nur wirklich stecken. Deswegen gibt es heute einfach nur mal Cola. Das mal dazu. Mann, Mann, Mann. So eine Kommentare braucht man echt nicht schreiben. Weil es interessiert einfach auch niemand. Ja, das mal dazu. Jo. Okay. Nichtsdestotrotz werde ich die Dinger testen, weil die sind wirklich schwerer wie Standard Diabolus. Haben demzufolge eine etwas höhere Durchschlagskraft, wenn man sie aus einem schwächeren Luftgewehr verschießt. Was wird passieren? Reichweite nimmt natürlich ab. Das Projektil macht übertrieben dargestellt einen Bogen und fällt eher zu Boden. Auf kurze Entfernung kannst du natürlich eine Blechdose durchschlagen damit. Gar kein Problem. Das werden wir auch ausprobieren. Deswegen habe ich mir sowas gekauft, weil ich mit meinem LEP-Revolver sowieso bloß auf kurze Entfernung schieße. Oder hast du mit diesem rudimentären Kimme- und Korn-System schießt doch keiner auf 50 Meter oder so. Ist mit einer Pistole sowieso sinnlos. Ja, dafür habe ich dir angeschafft. Boah, ich böser gehe in mich. Du musst sofort deabonnieren. Freunde, wir haben ja einfach ein bisschen Spaß. Und was ich hier in einem Geschäft kaufe in Deutschland, da setze ich einfach voraus, dass es erlaubt ist. Bei allen Sachen, die ich in einem Geschäft kaufe, erwarte ich das einfach. Auch wenn ich keine Gesetzestexte auswendig weiß, denke ich mal mit gutem Vertrauen, dass es erlaubt ist. Übrigens, darüber gibt es wohl ein Gerichtsurteil in Deutschland, dass Otto Normalbürger, dass bei ihm einfach nicht vorausgesetzt wird, dass er das BGB auswendig kennen muss oder das Grundgesetz. Von einem Standardbürger wird das nicht mehr erwartet, weil es kommen täglich neue Verordnungen raus. Ich habe da einen Bekannten, der googelt sowas oder der praktischerweise bekommt er so etwas früh aufs Handy, sobald was Neues auf den Markt kommt oder diverse Referenzfälle, die ihn interessieren. Und der hat mir das nämlich vorgelesen, dass es da jedenfalls so einen Referenzfall gab, dass es heutzutage nicht mehr erwartet wird, dass man sich bei allen Gesetzen auskennt, jedenfalls nicht als Standardbürger. So, früher gab es immer den Spruch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber wahrscheinlich ist dann das Strafmaß etwas geringer. So, das erstmal dazu, das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich daran denke. Ja, ich lese hier nichts ab. Ich google auch nicht großartig vorher irgendwas. Ich zeige nur schöne Sachen. Wir haben alle ein bisschen Spaß. Und wer sich pikiert oder negiert fühlt, seppt weiter. Guckt bei Profikanälen vorbei. Bei Wikipedia oder woanders. So, die Einleitung war ziemlich lang. Spult einfach vor, Freunde. Was sagt ihr zu meinem T-Shirt? Ein Klassiker aus den 90ern. Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt. Ja, Matrix, das war damals in den späten 90er. Das war, glaube ich. Ach, ich habe nicht gegoogelt, wann der Film rauskam, der erste. Jedenfalls habe ich den noch auf Videokassette geschaut damals. Also muss es schon eine Weile her sein. Und weil wir so begeistert waren, habe ich mir einfach so einen T-Shirt gedruckt oder drucken lassen. Und die Dinger waren neuwertig hier im Haus eingelagert. Nur meine polnische Freundin oder Lebensgefährtin weiß eben nicht, dass man das nur mit 30 Grad waschen darf. Demzufolge hat das Bild arg gelitten. Deswegen trage ich das aus Nostalgiegründen noch ein bisschen auf. Und da fliegt's im Müll. Och, die Katze dreht durch, die hoppelt hier hoch und runter. Ja, da habe ich, das war halt damals Mode, bist du zum Mac Shirt gegangen, hast irgendeine Vorlage eingereicht und hast ein hübsches T-Shirt gekriegt. Das war damals Mode und Trend. Ich weiß gar nicht, ob sich jemand noch so eine Mühe macht heutzutage oder ob es so eine Läden überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir mal zu dem coolen Messer. Auch aus Polen übrigens. So. Jo, Freunde, wie schon erwähnt, ist mein Schneide- und Bearbeitungsprogramm die Pausentaste und ich finde das immer noch äußerst praktisch. So, dieses Messer, darum geht's. Ich habe hier noch einen kleinen Zusatzscheinwerfer eingerichtet. Umso mehr Licht, umso besser. Wenn ich nicht so faul wäre, hätte ich auch
das Mikrofon eingestöpselt, aber eigentlich bin ich ganz zufrieden mit der Tonqualität. Jo. Ein kleines Schlückchen Cola. So. Und dann geht's zu dem Messer. Wir bereiten noch schnell den Schnitttest vor. So. Weil diesmal machen wir mal den Schnitttest zuerst, reden dann über das Messer und schauen uns erstmal an, wie das Ding schneidet. Weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es sehr gut schneidet. So. Naja, was heißt sehr gut? Es greift zumindest gleich ins Papier ein. Und ihr seht's, sobald man den richtigen Winkel raus hat, es schlitzt wie wahnsinnig. Man kann kleine Stückchen abhobeln, ja, kleine Sch Papierspänchen, Schnipselchen. Ihr seht's. Aber wie ihr merkt, es hängt auch immer davon ab, vom Schnittwinkel und wie ihr das gute Stück haltet. Und ich meine, gucken wir mal an dem Holzstück, aber ich mag die Sauerei eigentlich nicht hier drin. Guckt euch das an. Das ist Hartholz. Das ist Eiche. Alte, abgelagerte. Und ihr könnt da wirklich gleich riesen Kerben reinschnitzen. Ihr seht es selber. Hier. Guck mal hier, die Kante ist schon reingeschnitzt. Also, ich sag mal so, als Schnitzmesser kannst du schon mal ein Stöckchen bearbeiten am Lagerfeuer. Und ich glaube, dafür ist es auch ganz gut geeignet. Sag ich jetzt mal als Messer für unterwegs. Darfst du ja sowieso nicht mehr machen heutzutage. Obwohl, wir können uns mal die Länge anschauen von diesem Teil. So. Klinge. Naja, Klinge bis zum Heft, das sind diese ominösen 12 cm. Ist ja ein feststehendes Messer. Aber das hier vorne ist natürlich eine Fingerrille, wo nichts schneidet. Aber du kannst da natürlich in deine Melone reinrammen, wenn du die schneiden und aufteilen möchtest. Ne? Ja. Hier vorne sind sehr wuchtige, große, na, wie sagt man, Fingerrillen dran oder Jimpings oder wie auch immer. Die sind wirklich sehr groß. Also, sonst sind die ja manchmal so fein, dass man bald drüber rutscht oder scharfkantig sind, so wie kleine Sägeschnitte oder ähnliches. Aber das ist wirklich sehr angenehm im Anfassen. Das ist wirklich etwas größer. Ne? Also, da durfte selbst der Handschuh ein bisschen Halt finden, wenn du eine Melone massakrierst. Naja, das hier oben ist bloß angedeutet, weil höchstwahrscheinlich nicht erlaubt. Die Dolchschneide, sage ich jetzt mal. Ich sage mal so, das ist ein Teil, das wird so schnell nicht kaputt gehen. Das ist Metall, kein Holz oder Plastik. Demzufolge ist das ganze Ding ziemlich schwer. Und hier hinten kannst du dir deine, was auch immer, Lanyard oder eine Fangschnur, finde ich in der Wildnis eigentlich praktisch. Wenn du schon einmal in deinem Angelboot ein Messer eingebüßt hast, dann hast du da, glaube ich, keine Lust mehr drauf. Ich sehe gerade hier unten ist noch so ein, na, wie will man das nennen? Nochmal, die sind aber ein bisschen sinnlos hier unten, weil die Backen gehen ja drüber. Also hier ist nichts mit, naja doch, je nachdem wie man zählt. Also, aber dieses Messer wird man, glaube ich, nicht so benutzen, weil man rutscht unweigerlich auf die Klinge. So. Dann hätten die Backen auch ein bisschen ausgeschnitten sein müssen an der Stelle. Wir sehen hier eine gewisse Unsauberkeit im Bereich des Öhrls und der Seitenbacken hier. Das ist, naja, das ist schnell ein Millimeter. Aber dafür wird es dann, sag ich jetzt mal, auch mit Handschuhen gut in der Hand liegen. Wem das dort stört, also ich würde zum Beispiel das nochmal über das Schleifband jagen oder so, aber eigentlich spiele ich mit dem Gedanken, hier irgendwann mal Holzgriffschalen zu basteln, die ebenfalls dann so mit einer Rundfeile eingearbeitet sind. Das wäre mal eine interessante Sache. Das schwebt mir eigentlich so ein bisschen im Kopf rum. Hier vorne hast du diese Fingerauflage.
Eben da, damit man nicht vorne auf die Klinge rutscht. Aber da würde es mir gefallen, wenn es hier vorne noch ein bisschen stumpf wäre an der Stelle. Weil hier, piek, piek, also das ist mir alles, naja, ich weiß nicht. Zumindest ist es eben scharf. Und das ist wuchtig. Das sind gute, na, wie viel Millimeter? 4 mm. Okay, mit gutem Willen. Ja, doch. Sagen wir mal 3. Sagen wir mal 3 bemessen. Ja. Also es ist ziemlich massives Stück Stahl, sag ich mal so. Ihr habt es gesehen, es ist relativ scharf. Man kann bestimmt noch ein bisschen was zaubern, wenn man noch ein bisschen nachschärft. Ich sage mal so, das ist erstmal im ersten Moment nicht schlecht, Freunde. Das ist ein schönes Messer. Gefällt mir. Könnte ich so empfehlen. Das war nicht mal teuer. Ich habe ja noch gefeilscht, wie es böse. Mir gefällt zum Beispiel, dass der Griff verschraubt ist. Hier schön kann man mit Torx reingehen. Nicht vernietet, also lässt sich austauschen, weil in dem Sinne ist die eloxierte Farbschicht hier oben drauf. Hier unten an den Ecken, das ist bestimmt schon ein paar Mal runtergefallen. No. Wie gesagt, so viele waren da nicht mehr vorrätig an Messern. Das liegt vielleicht auch schon ein paar Jahre da auf diesem Stand. Ich sag mal so, bei diesen Messern an diesem Polenmarktstand, die liegen halt auch schon ein paar Jahre da in der Auslage, sage ich mal so. Was mir gefallen hat, dass eben die Scheide hier aus Cordura, Polyamid. Cordura, würde ich mal so sagen, ist halt doch ziemlich fest. Obwohl ich denke, das liegt daran, dass auf der Innenseite eine Art festere Plastifolie eingenäht ist. Vielleicht ist die deswegen auch so stabil. Jedenfalls hast du vorne schon mal eine Niete drin, damit die Klinge nicht gleich durchwandert. Jo. So an sich gefällt mir das. Jo. Das ist natürlich ein Witz. Hier passt vielleicht, weiß ich nicht, ein Damengürtel durch. Aber ich bevorzuge es dann doch eher, dass man ein bisschen mehr Spiel hat. Aber andererseits berichtigt mich. Darf man heutzutage beim Outdoor-Wandern überhaupt noch ein Messer am Gürtel haben? Oder muss das gut verwahrt in der Tasche versteckt sein, wo du es erst ewig suchen musst, nur weil du mal einen Ast anspitzen möchtest oder so? Keine Ahnung. Das macht heutzutage auch irgendwie alles keinen Spaß mehr. Aber ich habe noch nicht gehört in den Nachrichten, dass sich gegenseitig irgendwelche Wanderergruppen massakriert haben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Outdoor mit Messer. Andererseits, ganzen Tag das Ding am Gürtel mit rumschleppen. Das wiegt doch schon mal kräftig. Wir könnten ja mal probieren, ob ich das wiegen kann. Ich glaube, ich habe hier in meinem Fundus eine Waage gesehen gehabt. Aber wie es immer so ist, im passenden Moment, wenn man es greifen möchte, findet man es nicht. Doch, hier ist es. Naja, gut, okay. Diese Waage ist dann doch eher eine Paketwaage. So, ich probiere es trotzdem mal aus. Alleine schon aus Spaß, an der Freude. Ne? Also die Waage hat ja hier einen Einstellbereich bis 20 Kilogramm. Das ist Nostalgie, sag ich mal. Man könnte es noch mal eichen auf 0 und dann noch mal austesten. Na gut, jetzt zeigt es 200 Gramm an. Okay. Wie genau das Ding ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die zu mir gekommen ist. Die ist einfach im Fundus. Seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten. Lässt sich nachjustieren oder eichen, sage ich jetzt mal so.
Man müsste auch mal ein Probegewicht dranhängen, dann wäre das mal interessant. Die habe ich ja gerade in meinem Fundus gehabt. Also ich sag mal so, das gute Stück, das ist wirklich mehr oder weniger schwer. Und dafür ist es scharf. Ich sag mal so, das gibt Schlechteres. Zack. Es gibt wirklich Schlechteres. Zack. Also, ihr seht's. Also, ich hatte echt Schlechteres. Vor allem bei dieser massiven Klinge hier. Zack. Also, was willst du damit machen im Wald? Ein Kaninchen jagen? Ich glaube eher weniger. Aber deinen Grillstab kannst du wahrscheinlich damit anschnitzen. Das wird schon funktionieren. Ein bisschen Feuerholz machen. Ich meine, ich könnte jetzt batonieren damit, aber Leute mal, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich batoniere auch mit einem Spachtel, den ich durchs Holz prügele mit irgendwas anderem. Also, das ist für mich gar nicht mehr so aussagekräftig. Und solange man da mit einem Holzschlägel hinten drauf haut, wird man das Metall auch nicht beschädigen. Der Griff wird nicht abbrechen. Beim Batonieren schlägt man hier drauf oder hier. Was soll da passieren? Es ist Vollmetall. Naja. Okay. Also im Großen und Ganzen finde ich das Ding okay. Die Gürtelhalterung, die Schlaufe hier hinten ist natürlich Mist. Das muss anders gelöst sein. Aber ich sag mal so, wahrscheinlich muss man das sowieso im Rucksack verwahren. Ich werde noch die Fäden hier ein bisschen abschnubbeln mit einem adäquaten Feuerzeug. Und dann ist das Ding gut und kommt in die Kiste. Früher habe ich ja sowas an der Wand gelagert, Freunde, aber das ist wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig gestattet. Vor allen Dingen springen ja hier auch ab und zu mal kleine Kinder durch die Wohnung. Da ist das vielleicht auch gar nicht mal so gut, wenn überall solche Stichwerkzeuge herumliegen. Die Kiddies machen damit bloß Unfug. Das wollen wir nicht. Also wird alles fein säuberlich weggeräumt. So. Sonst liegt in jeder Schublade irgendwo ein Feuerzeug. Wenn man eins braucht, ist keins da. Also das ist auch so eine ganz komische Angelegenheit. Ja, und da gehe ich jetzt mal hier so lang und dann genau, die Fäden, die schmelzen sich so weg und trennen deswegen auch nicht auf. So, da haben die kleinen Chinesen halt ein bisschen unsauber genäht, aber wer will ihnen das verdenken? Die müssen am Tag wahrscheinlich 5000 von diesen Dingern nähen und dann klappt das nicht so ganz. So, okay. Das ist auch immer so die Sache. Daran erkennt man, glaube ich, auch ein Billigprodukt. Die Niete, ne, Freunde, hat nichts in der Naht zu suchen. Überhaupt nichts. Da macht sie die Naht kaputt. Die Niete kommt auf die Innenseite der Naht. Das ist irgendwie auch logisch, weil das Messer stößt nachher beim Verwahren gegen die Niete und soll nicht die Naht erreichen. Also, aber Leute, was will ich da den Messerprofis reinreden? Ich habe ja schließlich keine Ahnung. So, okay, jetzt muss das versäubert. Hier vielleicht noch ein bisschen. Zack. Und da wird dann nichts mehr auftrennen. Das ist alles okay. Schön, schön, schön. Jo. Ich bin zufrieden. Gefällt mir, wird mir Spaß bereiten. Das Ding ist okay. Ich meine, was will man für so günstig Geld erwarten? Dafür ist das Ding gut. Ich meine, wer Qualität möchte, muss eben leider 100 oder 200 € investieren. Und dann hast du auch ein Messer, was dir nebenbei noch Kaffee kochen kann und die Zeit ansagt. Also, das könnte man erwarten in der Preisklasse. Wahrscheinlich ist im Griff auch noch ein Wiederfindungs-GPS-Chip verbaut, der auch gleichzeitig weitermeldet, wo du dich befindest. Also, nö, das wäre doch mal eine Idee für ein Outdoor-Messer, ne? Sobald man länger wie eine halbe Stunde an einem Platz verweilt, geht die Alarmsirene an. Man könnte irgendwo im Wald liegen und sich das Bein gebrochen haben.
Ja, das wäre jetzt eigentlich mal eine Idee. Und du wirst dein Messer überall und immer wiederfinden und der Gesetzgeber kann dich auch mal wiederfinden, falls du was Dummes angestellt hast. Ja. Deswegen mag ich solche elektronische Sachen nicht so besonders. Aber selbst hier oben ist das ein bisschen verschmolzen. Ja, der Anfang von diesem Druckknopf-Dingens hier, von dieser Lasche, die wird also nicht gleich ausfransen. Das ist, also ich meine, ich habe Schlechteres gesehen. Wir sind zu einiges gewöhnt aus China. Deswegen, da wird auch noch ganz frech drauf geschrieben, Columbia, USA. Wollen die wohl der einzigste Firma, die ich jetzt auf Anhieb aus Columbia, das ist doch dieses CRKT, ne? Dieses Columbia River Knife and Tools oder irgendwie sowas in der Drehe. Also CRKT, ne? War doch die Abkürzung. Genau, das weiß ich da auch nicht. Ich habe vorher nicht gegoogelt. Aber wahrscheinlich gibt es da zig Firmen. Aber zumindest gibt es ja auch Firmen, die entwickeln dort bloß und in China wird gefertigt. Also das gibt es ja auch. Oder generell Asien. Bei mir ist Asien immer China. Ist natürlich nicht so. Es gibt dort viele Staaten, die alle um die Wette produzieren. Da haben wir Spaß. Pack ich weg. Ist abgenommen, für gut befunden. Da Dingens musst du nicht ewig draußen testen. Das wird nicht verbiegen in der Mitte. Es sei denn, wenn ein Panzer rüberfährt oder so. Aber das wird auch nicht gleich durchbrechen, wenn es mal malträtierst. Also Langzeittests kann man sich damit, glaube ich, sparen und das gleich als gut befinden. Mir hat's gefallen. Wenn der Griff jetzt noch im dunklen Holz wäre, das wäre für mich die Krönung. So, was wie in der Art hier. Aber man müsste dickeres Material nehmen. Ja. 5 mm mindestens. Ja, 6 oder 7. Und dann schön mit einer Rundfeile hier reingehen. Das wär's. Also das schwebt mir eigentlich dafür noch vor. Das wär's. Und ich würde das natürlich dann noch so besser bearbeiten, dass das hier richtig schön bündig verschliffen ist. Das ist ja keine große Kunst weiter. Gehst du mit einem ganz feinen Schleifband ran und ziehst es insgesamt hinterher nochmal drüber. Naja. Das könnte man sogar als Wurfmesser benutzen. Ich meine, auch mit einem nicht ausgewogenen Messer kannst du auf kurze Entfernungen im Holz spicken. Das ist nur Übungssache. Auf kurze Entfernung sollte das gehen. Hier bricht nicht ab, nichts ab. Und da ist nicht schade drum, sag ich mal so. Es war eben nicht teuer. Da kann man da eben Spaß haben damit. Und wenn man das verliert, draußen im See oder sonst wo, ist auch nicht groß schade. Gefällt mir, für gut befunden. Wir kaufen weiter in Polen ein. Tschüss, Freunde.